Ja, willkommen zurück zu Teil 4 von Games und Gerstensaft mit Assassin's Creed 3. Richtig. Im letzten Teil haben wir einen Konvoi überfallen, beziehungsweise unsere Kollegen haben den Konvoi überfallen. Das machen sie aber ganz gut. Weil wir nicht rausbekommen haben, wie man schießt. Dieses Problem ist nun gelöst. Warte mal. Also wir haben nachgeguckt, aber wir haben es noch nicht ausprobiert. Aber das wollten wir euch nämlich nicht vorenthalten. Genau, ob das jetzt dann funktioniert. Denn wir steigen jetzt, glaube ich, mitten in einer Zwischensequenz ein. Wir haben nämlich im letzten Teil ja ausgemacht, mitten in einer Zwischensequenz. Da steigen wir jetzt dann auch gleich wieder ein. Richtig. Ich würde auch sagen, ich hole hier auch schnell einen Ton von der Erde. So. Und dann, das ist falsch rum, so rum. Genau. Und ich würde sagen, wir sind im Spiel in 3, 2, 1. Ach, ich dachte 3, 2, 1 jetzt. Ich habe auf 3 zu... Also ich auf 1 oder nach 1. Ja? in diesem alten Film. Ja. So. Egal. So, wir machen die Sequenz weiter. Gut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Vielleicht du hast mein Wort. Ich will nicht. Ich weiß es nicht. Blödsinn erzählen, aber vielleicht ist der Connor. Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigung? Das kann sein, ja. Dass er der Sohn, ja, genau. Du musst ihm recht wichtig sein. Weil sie ist ja eine Indianerin. Eskorte gibt. Wie man politisch korrekt heutzutage sagt. Ja. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Das macht ihn gut. Sie ruckelt. Du vertraust uns nicht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Das könnte auch. Sekosheria. Wer? Sekosheria. Alles klar. Also. Oder, da gab es doch ganz viele von diesen. Ja, es gab ganz viele berühmte Indianerfrauen. Squaws heißen die übrigens. Squash? Nee. Habe ich letztens gemacht. Nee, das ist eine Weile her. Halt! Identifiziert euch! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Oh, ob die uns jetzt erkennen? Wer denn? Ja, der Offizier dort. Die Frau erfindet. Jetzt yes, mitten auf dem Weg. LB drücken, um den Angriff vor entdecken. Greif den Feind an! So. Gut, dass du mitliest. Oh. Ja, nicht entdeckt worden. Also unser Trinkspiel steht noch auf dem Trinkspiel. Wenn wir entdeckt werden, wird ein Hieb von der Pulle. Gott verdammt, du bist der Herr. Lasst keinen zu uns durch! Heute triffst du den sechsten Mann. Was macht er? Ich geh mal wieder in die Kamera, hier die ganze Zeit das gar nicht. Tut mir leid. Ich dachte, das ist eine Zwischensequenz. In der du Befehle gibst. Naja, gut. Ich gebe Befehle, wo und wann ich will. Guck mal hier, blau, weiß, rot. Nettes Detail. Ihr bringt Fleischer. Auf eure Post! Vielleicht müsste ich das auch erst spielen. Das haben sie da mal geschickt. Ich streck der Genie. Naja, wenn man überlegt, dass da hinten die anderen stehen. Ja. Greif den Feind an! Das schaffen sie nicht. Das schaffen sie nicht. Aber die sind aber auch geschickt, unsere Leute. Das doch gesagt. Guck mal, er windet sich hier noch an der Seite. Das stimmt. Alles frei! So, brutal. Und tschüss. Der Arme. Winkt nochmal kurz hier, Sekeshevia. Das kann sie ja nicht, weil die Hände sind. Wie ist denn die andere? Pocahontas, Sakashavia. Ihre Hände sind nicht nur auf dem Rücken, sie sind durch die Kutsche durch. Hier. Achso. Sie sind. Damit sie auch überhaupt nicht abhauen kann, genau. Ist sie in die Kutsche. Sie eingearbeitet. Ja. Oh, hier, er wieder mit der Mütze. Halt! Oh, durch ihn durchgelaufen. Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas. Rein dann. Ich kann das nicht gutheißen, dass Menschen als Lieferung bezeichnet werden. Nein, ich auch nicht, Philipp. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe.
wenn ich dir vielleicht erklären durfte. Wie undankbar. Das stimmt allerdings. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Okay. Das Signal, wenn ihr bereit seid. Jetzt muss ich wieder irgendwas töten. Heimliche Attentat. Eieiei, was? Philipp, du als mein strategischer... Berater. Also, du musst... Oh, ich hab die ganze Truppe hier. Die gehen jetzt weg. Genau. Ey, bleibt hier, Freunde. Vielleicht ich denke mal, ja, das ist nicht so schlau. Weißt du nicht, konnte man sich nicht in... Sehr gut. Doch, ja, das sind deine Unterstützer. Doch. Aber und dann kommt immer einer hinzu. Ah, okay, hier. Sehr geschickte Gegner. Das sind fortschrittliche Methoden. Kann ich mich hier rein? Das ist nicht sehr intelligent. Ja, warte. Also, du musst ja die Gefangenen befreien. Die sind an diesen drei Standorten. Ja. Um dir das jetzt mal nochmal deutlich zu machen. Dankeschön. Ja, und jetzt? Und du musst. Optionales Ziel ist, drei heimliche Attentate hinter einer Ecke heraus durchführen. Was, hinter einer Ecke? Von einer Ecke, stand da. Das heißt, du lehnst dich irgendwo gegen. Würde ich hier aber jetzt nicht machen. Wen stecke ich denn hier? Ist das jetzt, bin ich das versteckt? Jetzt bist du versteckt. Wer sind Sie? Aber da komme ich nicht gefangen. Ich würde hinter dem. Das sind keine Gefangenen. Ihr wisst doch, wen ich meine. Die Kerle, die wir gefangen haben. Ich glaube, die erkennen dich nicht, weil die so einen niedrigeren Rang haben. Das ist wie damals. Woran erkenne ich denn dann die Offiziere? Die haben diese komischen Dragonerhelme. Ja, also, die erkennen mich nicht. Du sagst, die erkennen mich nicht. Ich sag, Haltung annehmen, Soldat. Wie? Du doch Haltung. Ich sagte, Haltung annehmen. Und ich habe gesagt, nimm du Haltung. Ein guter Freund von Mr. Der erkennt dich. Nein, kann ich den? Soll ich den? Nein, den nicht. Der da. Hast du gesehen? Die da hinten mit dem Helm. Die erkennen dich. Jetzt hast du es wieder nicht gesehen. Wer denn? Wo? Der da steht. Ganz hinten. Ja? Ach, der erkennt dich. Ah, also kann ich den. Wenn ich den in die Meuschel, was passiert denn da? Dann sehen das alle, ne? Das sieht ja jeder. Ich kann dir doch in das Klohaus stopfen. Den solltest du aus dem Weg. Vielleicht kommt der hier hinten rum. Ich kenne mich auch in diesen Heuhaufen. So, jetzt solltest du hinter die Kisten gehen. Fässer meinst du? Meine ich doch. So, guck. Ja. Oh, der ist im Zelt. Das heißt für mich, was? Wenn du jetzt hinter die Ecke gehst, jetzt rauskommt und jetzt. Ich dachte mir, ich fuchtel einfach mal mit meinem Säbel. Was mache ich denn? Ich will... Nein. Das Menü war schon mal schön. Das ist wahrscheinlich Gewohnheit. Der kommt ja bestimmt zurück. Wollen ja, so lange natürlich kommt der zurück. Weil die musst du ja befreien, die Gefangenen. Ja, du solltest, wie gesagt... Wir warten so lange, Philipp. Ne? Das wäre gut. Weil wenn wir entdeckt werden, du weißt, was das heißt. Ich nehme schon mal... Ey, was soll das heißen? Das Bier in die Hand. Ich sehe gerade nichts. Du solltest dir auch nicht... Okay, ey, wenn er dich jetzt sieht... Der ja, sieht nicht. Er sieht dich jetzt. Er sieht mich nicht. Jetzt, bitte, wenn er was rauskommt. Was denn? Kann ich jetzt? Begutachtet nur die Dings und jetzt. Na! Also. Ich bin, also die Steuerung ist nicht so meins. Aber der zeigt doch bloß A und B an. Wieso zeigt er denn auch nicht Y? Oder? Vielleicht, wenn er reingeht. Er geht rein. Niemand geht rein. Na, X ist doch. Zum Stechen. Nicht B und A. Ja, ich habe ja auch X gedrückt. Gut. Aber vielleicht, wenn er reingeht und nicht, wenn er rausgeht. Vielleicht ist das die Kinder... Ja, genau. Ja, warte. So geht das ja nicht. Vielleicht kannst du ihn nicht irgendwie anvisieren, wie früher? Ja, habe ich ja versucht, dann hat es nicht geklappt. Geh doch einfach hinter ihm her und jetzt... Gucke, wenn ob ich jetzt sieht. Na gut, das wäre natürlich auch eine Variante. Und... Bam. Ich wollte das aber aus der Ecke machen, Mensch. So, jetzt befreien da hinten. Moment. Ah, ja, okay. Siehst du, 13 Gold. Okay, da erkennt dich jemand. Nee. Da hinten war wohl gerade so ein gelbes. Ja, das habe ich gesehen. Fangen wir. Interagier. Der Gute. So ein guter Mensch. Siehst du, die mit den komischen Helmen, die sehen dich. Siehst du, dann verstecken sie sich automatisch. Nein, der rennt doch da nach rum. Ach, das sind drei Leute gewesen. Ja. Ja, da ist so ein Helmfried, ne? Der muss noch weg. Unter anderem. Ich verstehe das mit der Ecke nicht. Und warum? Ich
kann es dir nicht sagen, ob das vielleicht... Oh, das kann ich. Sehr unauffällig. Ich habe das Bier immer griffbereit. Warte, was mache ich denn jetzt? Zu den Nächsten gehen und die befreien. Aber die sind... Da ist der Helmbert. Naja, ich sag mal so, wenn du jetzt schnell bist... Genau. Da geht der Helmbert weg. So, und da kannst du dich hinter die Ecke verstecken. Ich denke mal, der geht nämlich... Hinter die Ecke dort. Aber da sind doch Leute. Weil die sehen das doch dann nicht. Ich geh jetzt da lang. Ich geh jetzt rein. Aber da sind noch Gefangene. Das ist dir schon bewusst. Ach da. Ach so. Ich hab noch nicht so ganz... nie ein Videospiel gespielt, hab ich so ein Gefühl. Herzlich willkommen bei meinem allerersten Mal. Nein. Das, ey, wenn das jetzt die Klickzahlen nicht nach oben treibt. Das oh. Soll ich das mit in den Text schreiben? Ja, aber hier jetzt nicht. Was? Na, hier sieht man es ja, wenn du dich an die andere Ecke gucke. Wenn er jetzt nämlich... Ich könnte auch... Oh, nee. Was macht der denn da? Der... Ich verstehe das nicht. Okay. Naja, gut. So, und jetzt interagieren. Und dann wieder plündern. Das ist überhaupt nicht auffällig. Ich glaube, du kannst die Leiche ja aufheben und in so einem Heuwagen verstecken. Das ging ja auch schon in den vorherigen. Ja, ja, wollte ich ja auch eigentlich. Aber sie ist weg. Gut. Sie hat sich. Sie erledigt sich ja dann von selbst, nicht wahr? Sie hat sich. Sie wurde atomisiert. Also sie. Was der nicht alles kann hier. Oh, er hält sogar die Kisten fest, das ist nicht umfallen. So. Ich glaube, du kannst jetzt ganz normal durchmarschieren. Ja, das sagst du. Du willst ja nur Bier trinken. Ich kann nicht so schnell umdrehen und dann weggehen, wenn es so ein Helmberg da steht. Oi, Leute! Verzeiht die Verspätung! Da ist auch einer, oder? Das ist doch so ein Helm. Ja. Nee. Wer hat mir wohl diesen Posten verschafft? Wir sind wie Brüder. Sieht doch gar nicht unauffällig jetzt aus. Jetzt kannst du... Okay, geh doch mal dahin. Genau. Nee, andere Richtung. Genau, und jetzt? Okay. Achtung, jetzt. Achtung, gut. Und bam! Das meine ich. So. Toll, jetzt liegt er ja total unauffällig. Das war... Das hättest du mit allen machen können von der Sache her. Hättest dich bloß halt richtig positionieren müssen. Toll. Aber das geht nicht. So, und jetzt? Jetzt liegt er da und... Mit einem Helpen-Nickerchen. Ach so. Toll. Ja, das macht Spaß, muss ich sagen. Wenn man nicht ja, das ist ja klar. Wenn man es kann, ist... Das ist so schnell. Da ist noch so ein... Ja, deswegen gehe ich ja unten lang. Wie eine Spinne. Spider-Man. Wie er auch läuft, weil er dich gesehen hat. Das ist eine ganz normale Haltung. Ja, das ist immer das Schöne. Hier geht's nicht weiter, da sind Tower. So, genau. Kann der eigentlich auch wieder schwimmen? Ja, ne? Das war ja das Dürfste, dass er im allerersten konnte er nicht schwimmen. Was ist mit dem? Muss das wäre jetzt aber sehr auffällig, glaube ich. Was? Wieso taunt der da hinten rum? Ich glaube, das wäre jetzt sehr auffällig, wenn du jetzt dort über die Reling kommen würdest. Oh, Fachbegriff. Wieder die alten Fachbegriffe zur See. Fallen sie wieder. Kann ich hier nicht einfach einen wegfischen? Ja, wenn er rankommen würde schon. Kann ich den nicht auch... Kann ich den dann über Bord schmeißen? Also in meiner Fantasie locke ich den jetzt aus und schmeiße ihn über Bord, bevor der General so wiederkommt. Wenn ihr sehen wollt, ob das funktioniert, einfach jetzt weiter gucken. Mal schauen, nein, ob das jetzt so... Ich will euch ja verwöhnen mit einem... Jetzt das mit dem ersten Mal, jetzt willst du die Zuschauer verwöhnen. Der läuft doch hier die Treppe das nächste Mal lang, ne? In einer halben Stunde ungefähr, nachdem er fertig ist mit seiner... Da hinten sitzt er. Da musst du also rein theoretisch, müsstest du nur um das Boot rum. Das schaffe ich aber jetzt nicht. Aber wenn der... Das hätte ich geschafft. Oder auch nicht. Aber... Oh, da geht's noch an der Ecke, ne? Ja, da wäre jetzt zum Beispiel so eine Ecke gewesen. Das wäre auch schön gewesen. Aber dann sieht er dich ja, wenn du dort dahinter hockst. Also wenn er, sobald er wieder dort steht und dann Richtung links geht, einfach, nee, bleib doch hier. Ich kann doch da oben dann einfach so drüber springen. Also vorausgesetzt, er sieht mich nicht, wenn ich hier sitze. Warte, aber wir machen das mal in feinster Assassinen-Manier. Jetzt hängen wir hier mindestens schon 5 Minuten an diesem Boot. Ich komme auch nicht weg. Alter. Warum stehe ich denn hier? Nein! Warte. Achso, ja, genau. Warte.
Einhändig geht das auch nicht. Das geht nicht. Och, jetzt hier. Mensch. Wir gehen noch zum Alkoholiker. Also ist das. Ja. Ich möchte, dass du mir nicht verharmlosen. Ne? Nein, das schwere Sache. So. Wo ist der? Da kommt er. Da. So, wenn er dann wieder seinen. Ich verstecke mich erst mal wieder und dann kletter ich hoch. Spring über die Reling. Aber du schaffst eh nicht mehr 2 von 3. Na und? Ich sag das. Ich kann ihn auch 2-mal um die Ecke bolchen. Ich spring nicht 2-mal um die Ecke. So, oh. Achtung, warte, warte. Jetzt bleibt er da nämlich stehen. Ja. Oh. Da war nix. Jetzt. Jetzt. Hey, was denn? Ach, Scheiße. Ey, das war doof. Das ist doch... Die haben doch gecheatet. Warum hopst der denn da um die Ecke? Gebt das Signal, wenn ihr bereit seid. Mann, was? Super gesetzter Checkpoint. Finde ich sehr gut. Aber ich kann es immer noch schaffen, 3 Leute umzumetzen. Um die Ecke. Um die Ecke zu bringen. Wortwitz. Oh, mach den tot! Sehr gut. Mann, 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 Mann. Hier geht's ab, 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 ab wieder hier. Ah, super. Ich war letztens auf der Kirmes. Ja? Da habe ich das auch so gehört. Das geht wieder ab, ab, ab. Wer will ab, noch nicht, wer hat noch mal? Hier kann jeder mal auf dem großen Wagen fahren. Wer sind super. Sie? Gefangen. Wenn die das 4 Tage lang machen, ich muss das fragen. Also nicht, aber es war 4 Tage. Und das hat man auch gemerkt, am letzten Tag war ein bisschen... Ja, wer will noch nicht? Da muss jeder mal dabei sein. Was denn? Welche theoretisch? Die hier? Nein, ist klar. Geht der jetzt einmal rum? Ich müsste von der anderen Seite vom Zelt kommen, bestimmt. Ne? Nee, das geht aber. Was hast du gesagt? Nee, geht nicht. Es gibt... Doch, doch, doch. Warte, okay. Warte. Genau, er geht jetzt einmal an dir vorbei. Oder? Nee. Der dreht jetzt wieder. Schade, er dreht jetzt wieder. Ich muss das annehmen. Ups. Die Fässer gelaufen. Sehr. Ich muss das doch machen, wenn der da ankommt, ne? Also wenn der Richtung Zelt läuft, muss ich ihn da wegfischen. In der Hoffnung, dass ich nicht entdeckt werde. Aber dann springe ich einfach rein. Und dann mache ich ihn trotzdem tot. So, hier, Generalfeldmarschall. Jetzt geht's rund. Da sieht er dich auch überhaupt gar nicht. Ja, das ist noch nicht so ganz ausgereift, der Plan. Ich glaube, du solltest dich vielleicht hinter dem Karren verstecken. Was? Wenn er jetzt praktisch... Aber das ist doch keine Ecke. Natürlich. Kann ich mich da auch verstecken? Natürlich. Dann hoppst du doch gleich in den Karren. Oh. Pass mal auf. Warte, wir probieren es mal. Wir können dich ja wieder ansetzen, ne? Achso, warte. Mann, ey, diese blöde... Links? Ja, ja. Was wählen? Der hängt ein bisschen manchmal, ne? Ich glaube, hier kriegst du ihn nämlich nicht. Ja, hier würdest du wahrscheinlich nur so kriegen, wenn er hier so. So, jetzt da. Du den Karren. Ich habe eine bessere Idee. Ja, sehr schön. Aber dann gucken bitte, wenn er dann erst, wenn er im Zelt ist. Na, ich kann doch, ich bin doch hier versteckt. Das ist doch super. Hä? Wie ist es gemacht dann, finde ich? So viel super. Gegner-KI. Gegner-KI at its best. Weißt du, ich hab da jemanden gesehen, er duckt sich einfach ins Dickicht. Da war keiner mehr. Ist alles in Ordnung. So, jetzt, wenn er jetzt drin ist, jetzt gehe ich an die Ecke. Und super. Jetzt bringe ich ihn um die Ecke. Hier in der Lehn. Toll. Komm mal her, Freundchen. Jetzt hier, Achtung. Da! Und um die Ecke gebracht. Sehr schön. Also was fast was Poetisches. Ja, war schön. Ich finde es auch sehr beeindruckend, dass er mit bloßer Faust so ein gusseisernes Schloss zerschlagen kann. Ja, da ist, der ist ja nicht umsonst, wer er ist. Nämlich jemand, der über die Fässer hopst. Wenn er umgeben ist von Feigen. Da. Da ist Lord Helmchen. So, jetzt musst du aber gucken, ich muss mal studieren, wie er... Ja, ich studiere ihn. Ich werde ihn... Geht er hinter den Dingen? Ja. Da muss ich ihn...
Wenn du den um die Ecke bringen willst, musst du es da machen. Wie komm ich da hin? Na, durch, wieder durch das Dickicht, da sieht er dich doch nicht. Hier, durch das. Ja, aber vor dir. Ich muss ja dann auf die andere Seite von der Ecke. Ja. Sie können ja auch durch. Überhaupt gar nicht. Ich duck mich doch auf. Es, hier, wo geht der jetzt eigentlich lang? So, und dann? Genau. Jetzt gehe ich wieder um die Ecke. So, aber jetzt guck mal bitte, ob dich niemand das sieht. Ist mir doch egal. Eine Schande. Ja, aber die sollten eine Gelegenheit sein. Nee, denke ich nicht. Also wenn man, der Assassin's Creed... Ich spring ja noch ein bisschen raus. Genau, der Assassin's Creed Manier. So, der kann... Bleib an der Ecke. Achtung. Oh, oh. Ja, das war wohl nix. Zu meiner Verteidigung. Er ist sehr weit weg von der Ecke. Ganz schön weit weg von der Ecke. Jetzt habe ich nur noch zwei Chancen. Also muss ich da oben bei dem anderen Kollegen bleiben. Wie mache ich das jetzt? Ich glaube, da habe ich die Steuerung noch nicht genug verinnerlicht. Jetzt geht auch mal um die Ecke rum. Nee, also die Animationen sind noch geschmeidiger schön in den Teilen als in den Teilen. Das muss man wirklich sagen. Also da haben sie sich echt Mühe gegeben, die Jungs. Wie so. Das ist auch wieder überhaupt gar nicht auffällig, wie du hier in dieser Kiste links. Aber er sieht dich halt niemand. Er guckt sich auch ein bisschen um. Jetzt guckt auf seine Füße. Warten wir hier, bis der kommt. Aber hübsche Gamaschen hat er an. Da kommt noch. Wetter wechselt sich auch. Wechselt auf. Sehr gut. Stimmt. Sandsturm. So lange stehst du schon, wird schon dunkel. Aber jetzt. 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 Oh. Sehr gut. So. Was denn? Der hatte, wie viel hat er? Wo steht das? Steht halt. Da. 8 Pfund. Dollar gab es damals noch nicht. Ich habe jetzt eine. Ich kann den dann aber nicht mit Ecke kriegen. Na doch, du musst halt bloß nicht so wie so ein Geistesgestörter. Ich wollte eigentlich sagen, wie so ein Floh auf Ecstasy. Vielleicht kann ich hier. Was macht er? Nein! Ich will doch. Wieso. Da vielleicht, das wäre auch eine schöne Ecke, ne? Hätte ich ja auch mehr Zeit, um... Das stimmt. Nächstes Mal. Er kommt! Ich weiß, ich hab ihn doch! Tada! Jetzt aber hin. Jetzt musst du den jetzt anderen... Ist das der General, Bergfrühling? Den General finden und töten ist noch nicht deine Aufgabe. Erstmal musst du die... Ach, die... So, und ihn jetzt noch? Ihn muss ich aber auch, ne? Ne, natürlich, du kannst die Gefangenen... Ich frage mal die Gefangenen. Aua. So, und jetzt befreien. Moment. Ach, ich wollte plündern. Das ist ja bestimmt gleich wieder weg. Der haut wieder so den Schlosser kaputt. Er weiß, was er im Handschuh versteckt hat. Das stimmt allerdings. Er weiß, was er im Handschuh hat. Man nannte ihn die Eisenfaust. Er ist wieder weg. Toll. 8 Pfund, die mir da durch die Lappen gegangen sind. Aber guck mal, wie das jetzt gemacht hast. Jetzt musst du bloß auch den General finden und... Eine einzige Stunde Ruhe. Mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. So geht's mir auch immer, wenn ich geweckt werde. Ja, was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das vor! Tötet jeden, der flüchten will! Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot! War das deutlich? Wenn es richtig gut wäre, würden wir ihn zum Tor locken. Weil jeder, der sich dem Tor nähert, stirbt. Das stimmt. Wenn es richtig gut wäre. Dräng sie zurück! Was mach ich? Wo bin ich? Warum? Hä? Was war denn jetzt? Was ist passiert? Warum friert alles ein? Sehr gut. Ja, der ist mit.
Oh, apropos hin. Die Zeit ist auch hin. Wir, Stopp. Wir haben wieder... Genau, der Timer ist wieder abgelaufen. Tja, ja, was war da passiert, Philipp? Das frage ich dich. Das interessiert mich aber auch mal, weil wir haben ja die Gefangenen befreit, wir haben ja alles richtig gemacht und plötzlich ist den General finden und töten nicht mehr möglich. Also, es lag nicht an mir? Nee, es schien auch ein bisschen buggy zu sein. Also, oder das ist gewollt, aber dann wäre es Quatsch. Nee, dann wäre es kein sekundäres Ziel. Also das war schon... Antworten auf all diese Fragen... Eventuell gibt es... Im nächsten Teil. Im nächsten Teil, liebe Freunde. Von Games und Gerstensaft. Genau. Saft ohne Werbung. Games und Gerstensaft. Ja. Genau. Schaltet dann wieder ein, wenn wir uns weiter durch das britische Fort Southgate meucheln. Das wird lustig. Richtig. Bis dahin. Hey, das wollte ich sagen.